Herzlich willkommen zum letzten Video vom Osterkalender. Heute laden alle Kanäle nochmal ein kleines Special hoch und die Videos sind übrigens alle noch unten in der Videobeschreibung verlinkt. Ich hatte nicht wirklich eine Idee, was ich machen könnte und deswegen machen wir einfach ein Q&A und ich würde sagen, wir legen direkt los mit der ersten Frage. Wie alt bist du? Also ich bin 15, ich bin am 12. August 2008 geboren. Was sind deine Top 10 Lieblingskanäle? Das ist eine sehr schwierige Frage. Wenn man es auf Playmobil beziehen würde, würde ich natürlich sagen Familie Hauser, aber mehr wirkliche Kanäle, die ich echt gerne schaue, habe ich nicht und ich will jetzt hier einfach nicht irgendwelche Kanäle aufzählen, nur damit ich hier die Themen komme. Deswegen mache ich mal meine Kanäle, die ich sonst immer schaue, also nicht auf Playmobil bezogen und das wären einmal Felix Spahr, Aeronews Germany, Bob Brickman, Simplicissimus, The Real Life Guys, Tim Fly Spotting, Ein Holzkopf, Sam vs. Wild, I Know Review und Jonas Ems. Seit wann machst du YouTube? Ich mache seit dem 29. Mai 2019 YouTube und habe auch schon ein Jahr vorher für mich selber Playmobil-Videos gedreht. Hast du eine Lieblings-Playmobil-Figur oder Lieblings-Playmobil-Set? Meine Lieblings-Playmobil-Figur ist mal so aufs Emotionale bezogen, weil ich eben die schon lange nutze, ist Patrick, aber jetzt vom Aussehen her ist es diese hier. Und ob ich ein Lieblings-Playmobil-Set habe? Ja, ist schwierig. Ich würde einfach mal sagen, die Luxusvilla, weil mir die sehr gut gefällt. Aber es gibt natürlich so viele andere coole Sets, die einfach richtig toll sind. Da kann ich mich nicht wirklich so entscheiden. Wenn ich aber sagen müsste, eine Themenreihe, wäre das bei mir ganz sicher City Life. Was drehst du lieber? Geschichten oder DIYs? Ja, das ist bei mir immer ganz unterschiedlich. Meistens würde ich aber sagen, Geschichten. Wie bist du darauf gekommen, Playmobil-Videos zu machen? Das ist auch eine sehr spannende Frage. Das ist eigentlich ganz einfach. Ich habe mir auf YouTube ein paar Videos angeschaut und dann irgendwann auf ein Video von Familie Hauser gestoßen. Und das hat mir so gut gefallen, dass ich mich dann dazu entschieden habe, selber solche Videos zu drehen. Was hast du sonst noch für Hobbys? Sonst sage ich ja meistens immer Biken. Das habe ich jetzt aber schon eine Weile lang nicht mehr gemacht. Sonst einfach schwimmen, mit Freunden rausgehen, Skifahren im Winter. Und so wirklich ein richtiges Hobby habe ich eigentlich nicht. Was ist dein Lieblingsvideo von unserem Kanal? Ich weiß nicht ganz, wie das gemeint ist, also ob vom Kanal von Familie Römer oder ob von meinem Kanal. Ich würde sagen, ich beantworte einfach mal beides. Vom Kanal von Familie Römer habe ich so zwei Videos. Einmal die Geschichte von Playmobil 50 Jahre Special und den Katalog Review von 2009. Das fand ich beides sehr spannend. Und auf meinem Kanal gibt es natürlich so viele Videos, weil ich die alle selber gemacht habe. Finde ich sie auch super. Aber mein wirkliches Lieblingsvideo ist der Flug nach London. Wie lange willst du es noch machen? Das ist eine echt spannende Frage, habe ich letzter nämlich auch ein paar Mal gefragt, weil mir das Playmobil-Ding nicht mehr wirklich so viel Spaß macht wie früher. Ich habe aber mal gemerkt, dass YouTube mir echt viel Spaß gemacht und habe deswegen mal gestartet, Technik-Videos zu machen und es hat mir echt gut gefallen. Aktuell werde ich die Playmobil-Videos jedenfalls noch weitermachen, ich weiß aber nicht mehr wie lange, vielleicht werde ich irgendwann mal eine größere Pause einlegen. Fandest du die Playmobil-Sets damals besser als heute? Das ist auch wieder eine echt verdammt spannende Frage und da muss ich einfach sagen, ja, ich fand die Playmobil-Sets früher wirklich besser. Ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass ich eben noch aus der Zeit komme von da Anfang 2010 und mich eben das wegen dem noch anspricht, aber irgendwie die neuen Sets, die gefallen mir nicht mehr. Es gibt viel zu viele Kooperationen, viel zu viele Eigenserien und das ist einfach nicht meins und ich fand die Playmobil-Sets früher damals viel besser, wo noch alles mehr an der Realität war. Wie heißt du in echt? Mein richtiger Name ist Danis, ich thematisiere ihn auf YouTube aber nicht wirklich oft. Wer sind deine Idole? Ich würde mal sagen, eigentlich jeder Playmobil-YouTuber hat das Vorbild Familie Hauser. Bei mir ist es mittlerweile aber nicht mehr so wirklich der Fall. Eigentlich ist mein Vorbild die alten Videos von Familie Hauser, weil mir die neuen nicht mehr wirklich gefallen. Hast du dich in Zukunft mal vor, zu zeigen? Das ist wieder eine sehr spannende Frage. Ich habe das in letzter Zeit auch öfters überlegt. Denn ich weiß gar nicht, ob das so viel an dem Kanal ändern würde, wenn ich mich zeigen würde. Es würde mir einfach erleichtern, bei ein paar Videos mein Gesicht nicht immer rauszupixeln. Und vielleicht würde es auch ein bisschen mehr persönlich werden, wenn ich mal mein Gesicht zeigen würde. Ich habe mir das überlegt, ob ich das vielleicht zum 5 Jahre Playmobil 15 Special machen werde. Schreibt doch gerne mal in die Kommentare, wie ihr das findet. So, das war's auch mit dem Video. Ich wünsche euch noch ganz schöne Ostern. Schaut gerne bei den anderen Kanälen noch vorbei. Dann würde ich sagen, tschüss, bis zum nächsten Mal.